Zunächst einmal muss der Play Store aufgerufen werden. Anschließend über das Suchfeld Avast Mobile Security suchen. Nun die Software installieren und den Bedingungen zustimmen. Über den Zurückpfeil einen Bildschirm zurückspringen und warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Anschließend auf Öffnen. Hier nun den Bedingungen von Avast zustimmen und anschließend die Anti-Diebstahl-Software Anti-Theft zusätzlich installieren. Auf dem folgenden Bildschirm dann den einfachen Installationsmodus auswählen. Normalerweise wird nun ein Problem bei den Systemeinstellungen angezeigt. Dieses bitte anwählen und Problem korrigieren auswählen. Auf dem folgenden Bildschirm muss die Installation aus unbekannter Herkunft nun kurzfristig aktiviert werden. Nun wird Avast Anti-Theft runtergeladen. Anschließend die Installation noch über den Button Installieren akzeptieren. Der Name der Anwendung kann hier variieren, da hier ein Deckname verwendet wird. In unserem Beispiel heißt das Programm Update Agent. Bitte die Installation abwarten. Nun muss eine 4- bis 6-stellige PIN für Avast vergeben werden. Anschließend ist der eigene Name sowie die Rufnummer eines Freundes für SMS-Benachrichtigungen einzugeben. Diese Rufnummer wird verwendet, um den Zustand des Gerätes per SMS zu versenden. Die Installation von Avast Anti-Theft ist nun abgeschlossen. Nach dem nächsten Neustart des Gerätes ist Avast Anti-Theft unsichtbar und kann nur noch über zwei Wege erreicht werden. Entweder über einen Anruf an die PIN, die vergeben wurde, oder über die Konfiguration von Avast Antivirus und dann über den Untermenüpunkt Anti-Theft. Nun wird die Anti-Theft-Konfiguration angezeigt. Oben rechts ist eine Warnung zu sehen. Diese bitte anwählen. Zunächst die erste Warnung anwählen. Hier geht es darum, dass Avast Anti-Theft Geräte-Admin sein muss. Hier bitte mit OK bestätigen und später auf Aktivieren. Als nächstes kann nun die Installation aus unbekannter Herkunft wieder deaktiviert werden aus Sicherheitsgründen. Anschließend sind alle Probleme behoben. Über den Zurückpfeil gelangt man nun wieder ins Hauptmenü von Anti-Theft. Nun können alle Einstellungen, die bereits getätigt wurden, überprüft werden. Über Fernsteuerung kann nun auch ein zweiter Freund hinterlegt werden und es kann aktiviert werden, dass nur von diesen beiden Rufnummern SMS-Befehle erlaubt werden. Als nächstes sollte nun ein Avast-Account erstellt werden. Dieser dient zur Fernbedienung des Gerätes von jedem PC mit Internetverbindung. Über zweimaliges Betätigen des Zurück-Buttons gelangt man nun wieder zurück ins Hauptmenü und kann dort die erweiterten Einstellungen aufrufen. Nun wird zuerst das Sperrverhalten konfiguriert. Die Häkchen bei Telefon sperren und Telefon Einstellungen sperren sollten gesetzt sein. Als nächstes wird Sperrtext GPS Löschen konfiguriert. Hier wird empfohlen, gründliches Löschen zu aktivieren. Die Konfiguration von Anti-Theft ist nun abgeschlossen. Über ein dreimaliges Betätigen des Zurück-Buttons kommen wir zurück in die Avast-Konfiguration, wo zunächst ein erster Scan aller Apps automatisch gestartet wird. Anschließend kann der Virenscanner konfiguriert werden. Hier sollte ein automatischer Scan mindestens einmal die Woche eingestellt werden. Unter dem Punkt Datenschutz im Hauptmenü, das ist der zweite Menüpunkt von oben, wird eine Zusammenfassung aller von den installierten Apps benötigten Zugriffsrechte angezeigt. Hier kann beispielsweise überprüft werden, ob Apps installiert sind, die unnötig potenziell gefährliche Zugriffsrechte benötigen. Unter dem Punkt Shield Control im Hauptmenü, das ist der vierte Menüpunkt von oben, kann die Funktionsweise des App Shield konfiguriert werden. Hier sollte ein Häkchen bei der Funktion Überprüfe Anwendungen bei der Installation gesetzt sein. Eine Überprüfung bei der Ausführung ist normalerweise nicht notwendig und verlangsamt den regulären Start von Apps, bietet aber eine erhöhte Sicherheit. Unter dem letzten Menüpunkt Einstellungen im Hauptmenü können noch ein paar generelle Einstellungen für Avast konfiguriert werden. Hier sollten die Häkchen bei PIN-Schutz, PUP-Erkennung und Prozessor-Wachhalten gesetzt sein. Außerdem ist es sinnvoll, das Benachrichtigungssymbol auf keine zu setzen, da dieses einen potenziellen Dieb sofortigen Aufschluss über das Vorhandensein von Avast gibt. Die Sicherheitswarnung bei der Deaktivierung des Symbols kann bedenkenlos mit Ja beantwortet werden.
Die Konfiguration von Avast Mobile Security ist damit vollständig abgeschlossen.